Konnichiwa, Caddies, hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer neuen Folge vom realen Irrsinn. Ja, und die wurde mir dann auch wieder vorgeschlagen vom Minato Namikaze. Ja, und zwar geht es da um einen Lehrer, und einen pensionierten Lehrer. Und wenn ich das so sehe, der musste was zurückbezahlen. War eine nicht ganz so kleine Summe. Und ja, das ist schon fast so interessant wie die Folge, die wir davor hatten mit der Dame, die für tot erklärt worden ist. Denn auch sowas kann ganz bös das Leben ruinieren, wenn man unberechtigterweise etwas zurückzahlen muss, was man gekriegt hat. Mit pensionierten Lehrkräften oder mit Pensionären, die noch Lehrämter bzw. Unterrichtsämter vollziehen, habe ich auch schon zu tun gehabt. Wir haben einige Dozenten bei uns, die das in der Rentenzeit machen und sich schon ein bisschen das A, die Rente aufbessern und B, ein bisschen was tun, um Leuten zu helfen, was Neues zu lernen. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Ja, wir schauen uns aber mal an, was es mit diesem pensionierten Lehrer auf sich hat. Da und vor allen Dingen, wo das ist, das würde mich auch mal interessieren. Deswegen wechseln wir rüber. Ihr seht auch schon hier einen großen Aktenordner. Also es ist wieder Aktenordner-Unsinn. Und zwar aus dem realen Irrsinn. Wie gesagt, ihr seht es oben, pensionierte Lehrerin muss 10.000 Euro zurückbezahlen. Ja, warum und wieso, sehen wir uns zusammen an. Diese Frau bekommt den Hals nicht voll genug. Gertraud Schmidt, ein klassischer Fall von geldgierigem Beamtentum. Also es gibt geldgierige Beamten, ja, aber bei unserem derzeitigen Lehrermangel, den wir hier in Deutschland ja haben, glaube ich nicht, dass diese Frau geldgierig ist, sondern sie will, denke ich mal, einfach nur ihr Lehramt weiterführen, auch wenn sie es eigentlich gar nicht mehr müsste. Ich finde das gut. Also bis zu diesem Zeitpunkt jetzt finde ich es gut. Wenn sich was anderes herausstellt, kann ich meine Meinung noch revidieren. Dafür sind wir ein freies Land. Seit 2020 zieht die pensionierte Grundschullehrerin dem Steuerzahler das Geld aus der Tasche. Nö, garantiert nicht. Garantiert sorgt sie dafür, dass der arme deutsche Staat, der sich nicht einmal ordentliche ausgebildete Lehrer leisten kann, mit einem Schulsystem, was von anno dazumal ist und an der Realität völlig vorbeigeht, zumindest wenigstens ein paar Schüler ihren Unterricht ordentlich erhalten. Dabei sollte sie dem bayerischen Kultusministerium doch nur einen Gefallen tun, um den Lehrermangel abzufedern. Seht ihr? Habe ich doch gesagt. Lehrermangel, sie will helfen und kriegt jetzt eine auf den Deckel. Und das ist ja wohl die Höhe. Es wurde die dringende Bitte geäußert, ob man es sich vorstellen könnte, aus der Pension insofern zurückzukommen, als dass man mit ein paar Stunden aushelfen könnte und die Not ein bisschen lindern könnte. Ja, und sie war so treu, doof, sage ich jetzt mal, und auch so kinderlieb und hat gedacht, okay, das mache ich. Ich mag meinen Beruf, ich liebe ihn. Ich werde ihn auch über die Pension hinaus weiterführen. Und ja, schauen wir weiter. Für 10 Wochenstunden kehrte sie an ihre alte Schule in Fürstenfeldbruck zurück. Alles gut soweit, aber der Zuverdienst zu ihrer Pension war der Ruheständlerin nicht genug. Das wage ich zu bezweifeln. Ich weiß, dass gerade ältere Lehrer ihr Lehramt nicht aus Geldgier, sondern aus Berufung machen. Gertraud Schmidt wollte mehr und nutzte dreist die Not der Kinder in der Corona-Pandemie aus. Sie sind auf der Strecke geblieben, weil sich niemand um sie zu Hause kümmern konnte. Das Kultusministerium hat daraufhin ein Projekt ins Leben gerufen namens Brückenbauen. Dazu braucht man Personal. Die Schulleitung hat händeringend gesucht, es wurde niemand gefunden. Ich habe mich dann bereit erklärt, auch zu meinen 10 Stunden noch 4 Brückenbaustunden zu geben. Also, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, die Dame ist eigentlich pensioniert. Sie müsste nicht mehr arbeiten. Sie hat lang genug gearbeitet und kriegt jetzt eine Pension. Und das Kultusministerium stellt fest, oh, wir haben viel zu wenig Lehrer, weil Fachkräftemangel kennen wir ja. So, dann schreiben sie an, bitte, bitte, könnt sie aus ihrer Pension heraus zurückkommen und vielleicht für 10 Stunden in der Woche noch Unterricht geben. Sie geht hin und sagt, okay, ich gebe diese 10 Stunden, weil ich liebe meinen Beruf, ich möchte das gerne machen, ich möchte die Kinder unterstützen, damit sie was lernen. So, dann kommt Corona. Ich weiß, scheiß Thema. Hatten wir
lange genug mit zu kämpfen und allem. Wir haben es glücklicherweise jetzt verstanden und können es in den normalen Alltag integrieren, ohne so komische Schutzmaßnahmen und so weiter. So, dann kommt das Kultusministerium und sagt, wir müssen für die Kinder, die zu Hause sitzen und keinen Unterricht kriegen, etwas machen. Könnten Sie bitte noch weitere 4 Stunden für uns arbeiten? Das ist nicht von ihr gekommen, nein, das ist von anderen gekommen, weil sich einfach keiner, vom Kultusministerium, weil sich einfach keiner gemeldet hat, um das zu machen. So. Und das ist auch wieder nicht richtig. Und es wird ihr Geldgier unterstellt. Liebes Kultusministerium, habt ihr sie noch alle? Falls das Kultusministerium war, das das aufgeworfen hat. Aber das waren 4 Stunden zu viel. Dem wachsamen Auge der Finanzverwaltung fiel nach einem Jahr auf. Die Pensionärin hat mehr dazu verdient, als sie durfte. Hier handelte es sich um eine ungerechtfertigte Bereicherung. Moment, sie hat das doch gar nicht gewollt. Das war doch das Kultusministerium. Wieder mal typisches 2 Behörden, ein Unsinn. Weil A nicht weiß, was B tut. Genau, echt. Und C ist dann die Person, die davon profitiert, die als helfende Person teils davon profitiert, aber entsprechend natürlich auch auf Deckel kriegt. Ich bin von niemanden darauf hingewiesen worden, eine Stunde Brücken bauen bedeutet so und so viel Geld. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich kriege, weil mir das nämlich gar nicht wichtig war. Seht ihr, ich habe es doch schon gesagt. Es war ihr nicht wichtig, das Geld. Ihr sind die Kinder wichtig. Und das sollte honoriert werden. Ich wüsste jetzt schon wieder, was ich mit den Typen mache, die da hinter stehen und das fabriziert haben, dass die Dame jetzt auf den Deckel kriegt. Das ist der Punkt. Das ist eigentlich der beste Beweis dafür, dass ich mich überhaupt nicht bereichern wollte. Von wegen. Aber der Freistaat Bayern fordert ein, was ihm gehört. 9.805,57 €. Ich habe also unterm Strich gesagt, 10.000 Euro zurückbezahlt für 4 Stunden Arbeit in der Woche, die ich gern getan habe. Nein. Das ist jetzt falsch, wenn ich das sagen würde. Das kommt natürlich auch in anderen Bundesländern vor. Aber Bayern ist dafür prädestiniert, ja. Genau. Erst Hilfe betteln und dann den Leuten in den Arsch treten. Na, dann ist doch alles korrekt abgelaufen, sagt das Kultusministerium, das Frau Schmidt damals um Rückkehr an die Schule bat. Sie ist mit ihren zusätzlichen Stunden eben über das maximal mögliche Stundenmaß hinausgegangen, obwohl ihr entsprechende Beratung mehrfach angeraten wurde, die Frau Schmidt nicht in Anspruch genommen hat. Habt ihr das schriftlich, dass das angeboten wurde? B, warum habt ihr sie dann gebeten, wenn ihr von vornherein wusstet, dass sie damit über die Zeit hinausgeht? Das ist doch euer Problem, wenn ihr zu dämlich seid, euch ordentliche Lehrer anzuschaffen und ordentlich dafür zu sorgen, dass es genügend Lehrer gibt. Meine 5 Cent dazu. So, Ihnen wurde also doch gesagt, sich über den Zuverdienst zu informieren. Frau Schmidt? Nein, definitiv nicht. Ja, aber jetzt wissen Sie es. So gelingt er also, der Kampf gegen den Lehrermangel in Bayern. Nee, so gelingt weder der Kampf des Lehrermangels in Bayern, noch in Hessen, noch sonst irgendwo. Dieser Kampf wird noch schwer zu führen sein. Und ich habe langsam das Gefühl, er wird eher verloren werden. Weil in Deutschland einfach viel zu viel Bürokratie herrscht und viel zu viel Sesselpupser auf ihren Stühlen hocken und sich irgendwelche publiken kleinen Dinge raussuchen, mit denen sie die armen Bürger und armenwilligen Helfer drangsalieren können. Und irgendwann wird euch das massivst vor die Füße fallen. Und ich muss leider sagen, ich habe die Befürchtung, dass das gar nicht mehr so lange dauert und dass dann viele, viele Menschen mehr darunter leiden werden, als nötig gewesen wäre, wenn die Politik einmal ihr Hirn eingeschaltet hätte. So. Ja. Schönes Folge, deswegen kriegt die Folge von mir auch eins, nämlich ein Like. Ja, da habt ihr es gesehen. Und wenn euch das Ganze mit mir gefallen hat, könnt ihr das Gleiche bei mir tun. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr.
Da ist es, wie gesagt, könnt ihr bei den Kollegen von Extra 3 machen. Unten in der Videobeschreibung ist das Ganze verlinkt. Da ist auch der Link zu meinem Twitch-Kanal, wenn ihr mir mal live zuschauen wollt. Und ich sage aber auch nochmal Dankeschön an den Minato Namikaze für diese Folge. Danke dir. Ich sage es dir nochmal, falls du dich wunderst, dass jetzt eine deiner Folgen fehlt, diese Corona-Folge, die habe ich ausgegliedert. Die wird im Zuge der ganzen Folgen damit laufen. Also die ist nicht vergessen gegangen, die kommt noch, aber halt etwas später. Und ja, für heute bleibt mir dann nur noch zu sagen, Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, bleibt gesund. Tschüss, eure Josie.